Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Kellerausbausimulator. So, wir brauchen noch ein paar mehr von diesen Steinen. So. Sollte erstmal reichen. Wo ist unser Essen hin? Habe ich da oben in die Kiste gepackt, sag mal. Ja. Gut. Wie halt immer wieder Steine droppen. Gut. Dann hätten wir das. Wie bin ich hierher gekommen? So, die Decke geht bis da. Das heißt, hier. Oh, verdammt, egal. Hä? So, das hier, die Reihe muss auch noch weg. Genau. So, und jetzt muss hier auch weg, weil hier die Wand reinkommt. So ungefähr. Achso, siehst du, das habe ich natürlich hier oben. Na, das funktioniert nicht. So, da 2,7, genau, 2,7. Funktioniert genau gar nicht. Ach, leck mich doch am Arsch. Gut, springen kann ich natürlich nicht gleichzeitig. So. Okay. Jetzt wird man zwar in dem Raum immer das Wasser rauschen hören, aber ist völlig egal. Wobei wir natürlich auch aufpassen müssen, also, naja, aufpassen müssen wir nicht, es ist halt einfach so. Wir werden natürlich auch von der Maschine, wenn sie aktiv ist, immer hören, dass halt dieses Lava gefriert und dass es auch abgebaut wird, ne? Das werden wir natürlich auch jedes Mal hören. Oh, die Lücke, die hätte ich gar nicht hinbrauchen. Na, egal. Da, kann ich mal irgendwo ein Klickzoll hinpacken? So, den Bohrer brauchen wir jetzt eh nicht mehr. So. Nee, ist dunkel genug. Hell genug, meine ich doch. Da sollten keine Monster spawnen. So. Na gut, hier unten ohne Stein zu bauen, ist natürlich auch amüsant. So, so, so. Ungefähr so. Yeah.
Ja, mach mal Klingelton hin. Hey! Achtung vor Stufe. So, ja, siehst du, da kommt man hier schon rein. Hat hier schon den Fahrstuhl. Das ist doch ideal. Das ist doch geil. Gut, die Decke fehlt dir noch ein bisschen, ne? Da muss man noch ein bisschen weiter Decke bauen. Achso, siehst du, wie macht man das eigentlich mit der Beleuchtung? Haben wir hier noch irgendwie Mesekristalle? Oh, Alter, andauert die wo fliegt dieses ganze. Wie hoch kann der ganze Stuff bitte immer fliegen? Das ist doch verrückt! Ach da! So, wir haben es ja gemacht hier. Wir haben immer am Rand und dann immer Dreier und dann Dreier und dann Dreier und dann hier auch Dreier. Das passt ja perfekt. Dann machen wir das genau so hier unten auch. Ja, weil ist halt so. Dahin, genau. So, 1, 2, 3. Nein. Ja, damit. Dankeschön. 1, 2, da war ja klar. Ihr wollt mich doch verarschen. Dann wird der Raum ein bisschen dunkler. Ich meine, das hier soll ja eher so ein funktioneller Raum sein. Deswegen gebe ich mir auch gar nicht die Blöße, die Wände überall dicht zu machen, beziehungsweise die ganzen Kabels zu verstecken, die hier lang führen. Aber man sollte schon wenigstens irgendwas in dem Raum erkennen können. Von daher wäre schon die Frage, so, da machen wir das mal zu. Von daher wäre schon die Frage, wie wir es hier denn lichttechnisch am dümmsten realisieren. Aber hier zum Beispiel, da ist halt ein Loch, so, da werde ich mich gar nicht erst drum kümmern, sondern das wird halt einfach so bleiben. Genauso wie da hinten hier, die Durchführung ist halt auch so. Die Frage ist, wenn ich jetzt hier Tropfen einfach mal so dahin mache, ob wir es halt einfach so lassen. Oder ob wir sagen, nee, wir verlegen dieses Kabel oder I don't know. Klatschen die einfach trotzdem hier so ran, damit man das Gefühl hat, die Dinger schweben. Oder machen wir einfach aus diesen Steindingern auch Platten und machen die auch noch hier ran. Das könnte man tatsächlich wirklich machen. Also, dann machen wir am besten das. Wo ist die Säge? Hier ist die Säge. Halt. Haben wir noch Platten? Wir haben noch bestimmt noch Platten. Jawohl, siehst du? Hätte ich beinahe schon wieder einen Krieg angezettelt, ohne dass wir brauchen. Wir haben bereits einen. So. Da weg. Dahin. Let's go. Also, sie sind natürlich scheiße rotiert hier. Gut, ich muss die nochmal abnehmen hier. So, der ist aber auch falsch rotiert. Genau, ich muss also so rum platzieren. Aha. Yes. Ne, wenn man nicht drauf achtet, sieht man jetzt überhaupt nicht mehr, dass hier oben was ist. Und wenn man drauf achtet, ne, dann ist es halt so. So, hier unten kann ich mittlerweile eigentlich auch dicht machen. Ungefähr so. Ja, dann ist der Raum soweit schon mal fertig. Ich kann jetzt hinten die Fackel ab. Und da können wir jetzt anfangen, die Anlage hier reinzubauen. Oh, das wird ein Spaß. Oh, das wird ein Spaß. Genau, hier ist das bloß dieser eine Block, der auch nicht auffällt. Ja. That's not bad at all. Okay.
Das heißt, dann können wir die Sachen schon mal alle wieder wegpacken und dann können wir anfangen, den Raum einzurichten. So, du kommst nach da. Du auch. So, halt. Du kommst nach da. Aber da haben wir quasi ein Hochhaus nur unter der Erde. Gut. Die anderen Steine lasse ich bei mir erstmal im Inventar. Und jetzt holen wir uns mal unser ganzes Stuff hier zurück. Und vor allem den ganzen Stuff, die wir brauchen. So, siehst du? Du kannst hier wieder rein. So, was brauchen wir noch? Genau, Mesekorn brauchen wir, die beide brauchen wir und wir sind voll. Verfickte Scheiße auch. So. Hier ist unsere Krimskramsreihe. Das brauchen wir by the way auch noch. Kannst du eigentlich nach da? Du bist nach da, kannst nach da, da. Wobei hier ist auch alles falsch. Wem kümmert's? So, jetzt müssen wir überlegen. Bauen wir das jetzt so orientiert? Oder, also links oder quer? Ich würde mal sagen, längs macht mehr Sinn. Weil dann haben wir nämlich hier vier Tiefe für unsere Schlaufe. Und eine Breite von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Wenn wir in die Breite bauen, haben wir plus 7. Das heißt, das passt nicht mal für die ursprüngliche Anlage. Geschweige denn. Wir wollen sie größer bauen. So. Sieht's hier aus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann bauen wir sie hier hinten in die Ecke. Genau. Dann lasse ich am besten hier noch einen Platz. Genau, das heißt, die Anlage beginnt hier hinten. Ich weiß noch nicht genau, wie ich jetzt den Wasserfall da integriere. Weil der Wasserfall müsste eigentlich hier an der Wand sein. Geht aber auch drei Blöcke in den Raum rein. Ich bin echt überfragt. Okay, ich würde mal sagen, wir machen es anders. Wir machen hier hinten, machen wir die Wasserfälle. Da müssen wir hinten zur Wand eine Lücke freilassen. Das Problem ist halt, mit der Wand können wir halt nicht wirklich lang.
Obwohl, doch könnten wir, aber wir müssen gucken mit dem Mesekon. Da müssen wir dann irgendwo nochmal einen Durchbruch machen. Also nicht nur einen, sondern wahrscheinlich mehrere. Aber halt mindestens einen Durchbruch. Gut, das heißt, wir bauen hier hinten. Machen wir komplett die gesamte Ebene lang mit dem Lava. Das heißt, wir haben nur vier Notebreaker? Warum nur vier? Hatten wir nicht sechs? Nani? Wir hatten doch zwei und haben noch vier gemacht. Oder nicht? Ich bin verwirrt. Verdammt. Gut, dann machen wir noch zwei, aber ich mache wirklich nur zwei, weil dann können wir nämlich hinten den Bereich lassen, um hier das Mesekon-Signal durchzuführen. Das werden wir nämlich wahrscheinlich brauchen. Dann machen wir es nur sechs breit. Dann passt das nämlich. Ja, genau. Okay, das heißt, wir brauchen noch vier von diesen Notebreakern. Jetzt müssen wir gucken, was für Materialien wir für diese Notebreaker brauchen. Da haben wir nämlich nichts davon dabei. Nee, sind auch keine mehr. Ach, und wir sind natürlich wieder voll. Es kriegt eine Krise. Du kriegst die Tür nicht zu. Du kannst machen, was du willst. Es geht immer irgendwie nichts nach Plan. Das brauchen wir auch nicht. Gut, die ganze MV-Anlage brauchen wir sowieso nicht. Wir haben ja direkt den ganzen Strom von hier oben, den wir ja nutzen wollen. Das heißt, die Dinger, also den MV-Ofen, Kohl, also die beide brauchen wir eh nicht. Zum Glück. Aber. Das brauchen wir, das brauchen wir. Achso, einmal Dock reicht. Ach, verdammt. Irgendwann merke ich mir das. Dann wollen wir mal schauen. Cleanstone haben wir natürlich weggebracht. Ah, ne, haben wir noch. Da haben wir zwei von. Holz. Aber auch nur zwei von. Oh, nicht stimmt. Wir haben noch vier Stück davon. Das heißt, wir haben wirklich erst zwei gemacht. Na ja gut, dann ist es halt so. Auch cool. So, brauchen wir noch was? Mese von alles andere haben wir. Was fehlt? Ach ja, wir brauchen ja viermal Holz. Ganz vergessen. Was? Holz haben wir? Gesteine? Ah, ne, haben Gesteine mal nicht. Verdammt. So. Easy. Die kommen jetzt hier rein. Genau. Dann geht hier hinten einmal das Mesekon lang. Da. Das führt dann hier vorne dran vorbei. Oh ja, gut, hier ist es natürlich super hässlich. Du Arsch. Egal. So, hier muss zumindest die unteren beiden Glas sein. Die Frage ist, spült Wasser das hier unten weg? Weil hier unten muss halt Wasser sein. So, achso, na gut, die Dinger. So, muss erstmal so sein. Halt, was Wassereimer. Ich habe natürlich zuerst Lava.
Aber ist egal, wir brauchen ja bloß 4 leere Eimer. Wir brauchen 5 leere Eimer. Wir brauchen noch einen leeren Eimer. Wir hatten nur noch 6. 6, wir hatten nur noch. Hatten wir nicht noch? Ich bin. Wir hatten 2 Eimer und wir hatten noch 6 gemacht. Ach nee, wir hatten ja 3. Ah, scheiß die mal dann. Scheiß die mal dann. Warum zum Fick? Wir haben bitte schon 3. Das ist natürlich nicht so gut. Gut, egal. Reicht so. Wir brauchen eh nur zweimal Wasser. Denn Wasser kann man ja anders als Lava vermehren. Das heißt, da reicht aus, wenn ich jetzt noch einmal Wasser hole. Und das Rest ist dann super duper easy. Bald, noch ein runter. Ah, okay. Das macht das Mesokon nicht kaputt. Ich hatte schon Befürchtungen. So. Na, jetzt wird es aber heftig hier. Vor allen Dingen auch gefährlich. Wobei, es muss nicht unbedingt gefährlich sein. Kann ja zumindest temporär hier noch eine Glasreihe anbringen. Die Frage ist, warte mal kurz, warte, 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 warte. Hier unten wäre es ja sinnvoller, wenn wir hier direkt die Pipe verlegen, oder? Es wird alles echt extrem eng. Blöds Wasser. Ja, das Wasser vervielfältigt sich halt erstmal direkt. Das ist das magische Wasser. Wie machen wir es am dümmsten? Das wäre wahrscheinlich auch besser, wenn ich dieses Mittelsignal da hinten lang lege. Wobei, nee, wäre es nicht wirklich. Nee, 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 aber meint. Manöverchen. Problem ist, der Platz ist jetzt schon zu eng, ne? Ja, bis hier müsste die Anlage sein und da ist aber die Tür. Verdammt! Und die Anlage ist noch nicht mal groß genug eigentlich, soweit ich weiß. Wobei die Vakuumtür, die können wir auch in den Kreislauf integrieren, soweit ich weiß. Doch, doch, das müsste funktionieren. Genau, das heißt, die können wir sogar in dem Kreislauf direkt integrieren. Dann sparen wir diesen Abzweig da hinten hin. Dann könnten wir quasi die 4 Glasdinger hier entfernen und direkt hier die Pipe lang legen. Dann hätten wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann haben wir auch noch bei der einen Seite gesehen, bei der einen Seite können wir das Ding sogar noch um 1 verringern, wobei müssen wir gar nicht. Und wenn wir hier vorreichen, ist ja auch kein Problem. Man betritt ihn ja eh von der Seite und nicht von hier vorne. Ja, dann machen wir es so. Gut, das heißt, wir brauchen Vakuumpipes. Damit es optisch etwas schöner aussieht, nehmen wir davon aber gleich 2 Vakuum. Das ist
Das. Wo ist denn dieses Vakuum? Achso, wir haben dieses Adjustable. Ja, aber der bleibt ein bisschen auch. So. Mesefragmente. Das? Achso. Oh Mann. Danke, danke. So. Die beiden kommen nämlich nach hier hinten. Hier kommen die beiden Ecken rein. So. Hier kommen jetzt diese beiden Richtungssperren rein. Einer in die Richtung und einer in die Richtung. So. Wenn wir mal kurz erstmal hier direkt testen, dass das auch so wirklich funktioniert. Wenn ich jetzt irgendwas droppe, den Eimer zum Beispiel. Aber. Das funktioniert ja gut. Ach so, weil ich noch einstellen muss. Radius müsste gesetzt werden auf 1, 2, 3. Okay, nochmal kurz. Ja, genau. 1, 2, 3. Ich mach mal 5. Ja, eigentlich bräuchte ich das Ding hier gar nicht. Das Ding ist einfach nur Dummy. Damit es schöner aussieht. Oder I don't know. Das Ding bleibt einfach so, wie es ist. So. Haha. Nice. That's not bad. Okay, dann klappt das Ding ja schon mal wunderbar. Dann kommen jetzt die ersten Einheiten hier rein. Du nach da. Wir machen es mal in der Reihenfolge, wie wir es vorhin aufgebaut hatten. Wobei, wir machen es mal in der logischen Reihenfolge. Nee. Du nach da. So, müssen wir nachher wieder ein bisschen vom Boden aufstemmen, um da die MV-Anlage lang zu legen. Aber das ist ja völlig egal. Dafür haben wir genug Spielraum. Irgendwas fehlt hier noch. Das ist die Schleifmaschine. Wir brauchen noch den Backofen. Hallo? Backofen? Kohlegenerator. Ach da. So. Jetzt brauchen wir diese komischen Stackwise-Injektoren. Die kommen alle so rumgedreht. Dann kommt hier hinten jetzt die Pipe lang. Aber wie gesagt, hier könnten wir eigentlich einmal so rumgehen, aber weil das halt hier scheiße aussieht. Deswegen, ja, machen wir es lieber so. Und dann müssen wir noch gucken, dann werde ich wahrscheinlich hier noch zwei Richtungstubes einbauen. Beziehungsweise, nee, hier kommt ja das Richtungsding hin. Ach, siehst du, genau das Richtungsding kann ich hier hinbauen. Und dann kommt der Abzweig nach hier oben, geht dann hier hinten so lang über das Ding, geht dann hier wieder runter und geht dann hier in die Kiste rein. Und hier ist die Kiste mit dem ganzen Stuff. Also geht es dann quasi. Ich mach's mal direkt an der Decke. Sieht optisch vielleicht noch besser aus. Genau, hier kommt dann so eine Sorting Tube, die wir dann konfigurieren. Dann passt das nämlich auch. Alternativ könnte die Kiste natürlich hier einfach hier irgendwie so drauf oder hier platzieren, aber weil wir müssen gucken, weil wir brauchen ja irgendwo noch diese Tube, diese Kiste, die als Puffer dient.
Und vielleicht wäre es sogar ganz günstig, die Kiste tatsächlich hier zu platzieren. Würde das gehen? Wie könnten wir es machen? Wir hätten. Hier geht der Kreislauf lang. Und normalerweise war jetzt hier die Kiste. Ne, hier waren die beiden Kisten und hier war dieser Injektor. Ich kann natürlich alternativ auch die Kiste direkt hier hinstellen und dann hier den Injektor hinbauen. Der Vorteil bei der Methode ist, dass ich die Kiste sogar hier hinbauen kann. Also, ah ne, hier hinbauen kann ich sie nicht, weil hier muss ja dieses Ding sein. Ja, okay, also muss noch eins nach vorne. Genau, da kommt hier die eine Kiste hin. Ungefähr. Nein. Kiste! Verdammt nochmal! Und dann kommt hier nämlich der Stackwise-Injektor. Stackwise. Verdammt, der falsch rum, der verdammte Scheiße. Hey, boy. Tada! Ja, ist doch Schnieke. Oh, er kommt dahin, 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 dahin. Und das fünfte Ding kommt dahin. Müssen die ja nur noch konfiguriert werden, Mesocon verlegt werden, aber das machen wir alles in der nächsten Folge. Vor allem muss auch noch Lava gemacht werden. Und Lava, meine Freunde, ist eine ganz, ganz heikle Situation. Wobei, eigentlich hier kann ich es abbrennen. Naja, egal. Tschüss.